Moin, moin, meine lieben Freunde. Willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Far Cry New Dawn. Und wir haben uns zum Auftrag gemacht, unser Prosperity hier weiter auszubauen. Und das machen wir, indem wir natürlich ein paar Spezialisten finden und, wie man oben sehen kann, fehlen uns noch drei und die Einrichtung verbessern. Das machen wir jetzt. Dafür brauchen wir aber Ethanol. Und Ethanol, kann man hier ganz gut sehen, brauchen wir, um zu verbessern. Und Ethanol, Level Up. Hier sieht man so einfach coole Sachen, so was man da alles so sehen kann. Das heißt... Ach, guck mal hier, kann man sogar sehen, wie was gemacht wird. Das heißt, wir können Sachen bauen. Wir wollen aber erstmal, bevor wir es machen, rennen wir mal zur Werkzeugbank und versuchen. Raucht das kleine Görder? Ne, es ist ein. Was ist das? Raucht das? Ne, es ist ein Keks, okay. Wollen wir erstmal gucken, ob wir noch ein paar neue Waffen bauen können. Das wäre ja nicht so schlecht. Testen wir nochmal. Wir brauchen wie immer Waffen Level 2. Und wir haben hier, das ist ja alles Level 1, wir gehen rüber zu 2. Guck mal, wir haben die Waffe, haben wir ja schon. Und wir können fast gar nichts herstellen, weil uns wirklich Material fehlen. Aber das ist auch nicht so schlimm. Denn, wie brauchen wir denn, um hier noch einen höher zu kommen? Da brauchen wir 500 Ethanol. Und das machen wir heute. Das heißt, wir gehen rum und gehen einmal zum Kartografen hoch und besorgen uns ein paar... Gucken wir mal kurz. Dann mehr Sachen für uns. Ne, die haben wir alle schon. Gut. Wir können hier noch nicht erholen, höher machen. Wir brauchen dafür noch 100 mehr. So, wir holen uns jetzt Ethanol. Das ist egal, wo wir es holen. Wir fragen ihn nochmal. Er gibt uns eine kleine Nebenmission. Vielleicht finden wir da auch was. Bei der Kirche habe ich Highwaymen schreien hören. Anscheinend hindern sie viel Fraße daran, in einen Schuppen mit gutem Zeug reinzukommen. Ich denke, du hast eine bessere Verwendung für den Kram. Definitiv. Gucken wir uns das mal an auf der Karte. Okay, es ist ja auch total in der Nähe drüben bei der Kirche. Na gut, aber wir werden jetzt erstmal was zurückerobern. Und zwar werden wir zurückerobern. Wir sind ja hier. Also erobern wir diesen Schuppen hier zurück. Zack. Und dann kriegen wir jetzt schon mal 200 Ethanol. Das ist schon mal ziemlich cooles. Das machen wir jetzt einfach. So, müssen wir hier raus hier. So, brauchen natürlich irgendwann ein Fahrzeug. Das holen wir uns auch noch hier. Natürlich so viele Fahrzeuge hier aussuchen. Wir haben nämlich nur diesen gebaut. Aber wir könnten ein anderes bauen hier. Nee. Wir uns ein paar von. Okay, dann nehmen wir das Ding erstmal. Piup. Yep. So. Und dann befreien wir mal den Außenposten. Es gibt ja jedenfalls Kohle. Und ein paar Waffen haben wir auch. Also von daher... Los geht's. Auch geil, dass man hier oben Wagen bekommt, ne? Wo es einfach nur scheiße Auto fahren kann. Ja. So. Los, wieder dahin laufen, haben wir auch keinen Bock drauf. Nervt ja auch einfach nur. Boah, die Musik ist aber auch nicht das Geilste. Oh. Das erste Mal, als ich gespielt habe, da steht ja Sitz tauschen, verstanden. Ich habe gelesen Sitze tauschen. Ich so, warum soll ich meine Sitze tauschen vom Auto? Das ist ja Quatsch. Wir müssen hier längs. Oh. Kann man durchs Wasser fahren? Yes. Nee, schade. Das ist aber kaputt gegangen. Echt? Können wir aber reparieren. Judge, komm mit. Ah, Judge, komm mit. Super. Stimmt, den haben wir ja als Dings dabei. Der ist gut. Ah. So, der kann uns auf jeden Fall helfen, das da zu erobern locker. Easy. Vorratslieferung entdeckt. Oh, da kommt ein fieser... Und den lassen wir mal in Ruhe. Komm, wir laufen woanders hin. Hier sind nur so welche Bären. Komm, wir laufen diesen Weg. Judge, komm. Wenn hier so noch abgeknallt wärst. So, Vorratslieferung, wo gehen die hin? Wo wurde die abschmeißen? Die sammeln wir definitiv ein. Da kommt sie. So. So,
Wollen wir nicht mal einen guten Judge töten hier? Den brauchen wir noch. So, die Kiste landet da, da rennen wir mal kurz hin. Die nehmen wir definitiv noch mit, das ist ein Helikopter. Okay. Zack. So. Den helfen wir gleich. Erstmal muss das hier geplündert werden. So. Natürlich ist es viel Ressourcen sammeln alles, aber das irgendwie macht auch Spaß, finde ich. Guck mal, Ethanol 35. Komm mit, wir holen uns jetzt den. Wir befreien jetzt den Außenposten. So. Ja, komm. So, hoffen wir, dass wir jetzt nicht so viele Bären hier haben. Da, er haut schon ab. Gut. Der hilft. Oh, scheiße, ich hab meinen Typen getroffen. Das war dumm. Naja, super. Oh, das gibt's doch gar nicht. Er ist natürlich gestorben, ne? So ein Scheiß. Och Mann, den hätten wir so gut gebrauchen können, unseren einen guten Judge. Können wir nachher nochmal nachholen? Wahrscheinlich, ne? So, komm, wir fahren da jetzt hin. Oh. Oh. Was ist hier los? Oh, locker easy. Können wir Judge gleich nochmal anfordern? Ich weiß nicht, wie lange das braucht, um den wieder heile zu bekommen. Das machen wir gleich mal. So. Krass, ne? Wir wollten eigentlich nur zu diesem Außendings und schon. Huch. War so ein harter Busch. Oder ist es da schon? So, wir gucken mal, ob wir jemanden anfordern können. Wir müssen unseren Charakter unbedingt mal ändern. Der sieht so panne aus. Pass auf. Sieht nett aus. Und irgendwie. Ne, das war gut. Und irgendwie Klamotten müssen wir auch mal ändern. Da. Sieht schon ein bisschen besser aus. Helferauswahl. Wiederbeleben können wir ihn, das machen wir. Da kommt Judge da hinten. Komm her. Da können wir noch ein Foto machen, sehe ich gerade. Da ist die Fotostelle, das machen wir jetzt nochmal. So, so sah es mal aus. Einen Vorteilspunkt erhalten. So, du kommst mit. Mal gucken, ob wir irgendwas hier... Was habe ich noch für eine Waffe da? Den Bogen, ja okay, der Bogen ist natürlich sehr praktisch. Gehen wir hier hoch. Sieht uns ja keiner. So, von hier oben können wir auf jeden Fall einmal alle Gegner entdecken. Da ist auch einer. Steht auch noch einer. Hab ich noch mehr gesehen? Ich glaube nicht, ne? Da ist auch noch einer. Sind schon sehr viele. So reinschauen. Die haben zwei Alarmtürme.
Gut. Ist die Frage, ob wir es von hier ausschalten können, das Ding. Wahrscheinlich eher nicht. Gucken wir, ob wir den Typen da ausschalten können. So. Okay. Dann sitzt auch noch einer. Kriegen wir von hier? Tatsächlich? Oh. So, da ist der eine Alarmturm, den müssen wir auch noch schnappen. Schalten wir kurz aus. So. Wir schalten mal kurz aus. Ist noch irgendwo noch einer rumläuft? Und ihn da oben müssen wir, glaube ich, abknallen irgendwie. So. Geil. Mal lautloses Erobern. Richtig gut. Steht er mit sein. Steht er mit sein. Pfeil im Bogen, wie geil, oder? So. Jetzt haben wir 100 unentdeckt Bonus bekommen. 100 Eternal kriegt man dazu, wenn man unentdeckt reingeht. Das ist natürlich ziemlich geil. Sollte man dann also öfters machen. Komm her, wir reden mal kurz mit dir. Vorratsversteck angelegt haben. Ich dachte, jemand, der so unternehmungslustig ist wie du, interessiert sich vielleicht dafür. Es ist hier wieder sicher. Vielleicht kann ich es versuchen. Komm auf Karte kurz. Gut. Was hier? Also, eine Plünderung dieses Autos bringt dir 100. Die Highway werden die mit Verstärkung zurückholen. Also, das ist 360. Wir könnten plündern. Natürlich auch nicht schlecht, weil dann können wir hier die 3 Vorteilspunkte bekommen. Pass auf, wir plündern das nochmal. Und dann wird das zwar ein stärkerer, das wissen wir, aber das macht ja nichts. Ja. Ich glaube, jetzt können wir es leider nicht angreifen, denn jetzt sind das wahrscheinlich lila Wächter. Die sind ein bisschen zu stark für uns. Aber dadurch kriegen wir vielleicht noch mal ein bisschen Ethanol.
So. Fähigkeit ist jetzt so hoch. Aber wir haben 460 Ethanol, das ist schon mal gut. Das heißt, wir können jetzt mal hier hochgehen, zu dem da. Und das da versuchen zu erobern. Dann haben wir nämlich, kriegen wir da auch noch was ein. Okay. Wollen wir jetzt gar nicht ein, wollen wir uns jetzt auch gar nicht holen. Wir gehen jetzt in diese Richtung. Und versuchen das andere da zu erobern. Wir müssen ja so in unserem Bereich sein. Wir haben nur noch 4 Pfeile. Treffen wir ja noch einen Händler oder so. Mal gucken. Hier können wir auch noch was schnappen. Ah! Gut. Noch irgendwas auf dem Weg, was wir uns schnappen können? Irgendwie ein kleiner... Naja, da könnten wir auf jeden Fall noch einen Hund holen. Timber, Nebenmission. Die machen wir erstmal nicht. Wir wollen erstmal andere Dinge holen. Wir brauchen Ethanol. Aus dem einfachen Grund, dass wir ja wirklich... unser Stand ein bisschen aufrüsten wollen. Ich würde auch ganz gern bessere Waffen haben. Guck mal, da ist ein Händler. Den holen wir uns. Huch. Ja, ist das so. Moin, Herr Händler, helfen Sie uns. Ich kaufe und verkaufe. Das ist gut. Wollen wir mal tauschen hier, pass auf. Auch Munition zum Nachfüllen. Das ist doch gut, stellen wir kurz her. Danke. Und dann haben wir noch irgendwas, was hier... Karte der Panzertape-Vorräte. Machen wir. Und wir können auch Beute eintauschen, wir haben ein bisschen was, glaube ich. Sehr gut. Das heißt, wir müssen ein paar Tiere umbringen, um überhaupt geile Sachen zu bekommen. Das heißt, alle Tiere, die wir jetzt finden, die werden wir jetzt killen. Wir müssen uns den Kräutergarten auch mal angucken, fällt mir gerade ein. Ich glaube, wir haben aus Versehen den Gefangenen getötet. Kann das sein? Hat er geschossen? Ja. Gut. Das war natürlich doof. Wir hätten natürlich den Typen gerne gerettet, aber so geht es natürlich auch. So, also natürlich bessere Bären geben, also bessere Bären, wir ein bisschen Bären pflücken hier. Nee, aber bessere Tiere geben natürlich auch mehr Beute, also zum Tauschen Beute. Aber naja. Ah, ich nehme alles mit, was es gibt. Pronghorn-Saison. Na. 2 Vorteilspunkte erholen. Ach, guck mal. Können wir mal gucken, was wir tauschen können. Wir haben ja ein paar Vorteilspunkte jetzt wieder. Gucken wir mal. Wir haben ja auch jetzt die von Joseph Seed, die Sachen da unten. Was ist das hier, ne? 8 haben wir. Kostet 7, 8. Verfügbare Jähzorn. Edens Berührung. Das sind natürlich ein paar ganz coole Sachen bei. Aber... Was ist das hier? Kurzschluss-Sprengfallen an Highway? Bin ich gerne verringert die Erhöhung von Maschinengewehren. Wenn du dein Fahrzeug bist, repariert es sich langsam von selbst. Das ist natürlich auch ganz gut. Blösserknocken. Saboteur. Naturliebhaber. Beute fliehen nicht mehr so schnell. Das finde ich ganz gut. Wir wollen ein bisschen was wollen wir jetzt nochmal jagen. Oh. Nein, da schieße ich dann hin. So.
Wo ist er? Los, beleben wir dich wieder schnell. Schaffen wir es noch? Das gibt's doch gar nicht. Naja. Upsala. Oh. Spacko. Wie viele Leute waren denn da? Hier war noch mehr, okay. Blöd an. Rostfunkenhügel, okay. Jetzt ein bisschen mehr wahrscheinlich. Sammeln wir noch schnell ein hier. Müssen wir plündern, was das Zeug hält. Richtig viel gibt's hier aber nicht zu plündern. Ah, die kann ich noch nehmen. Will noch einer, ne? Wo kann der denn liegen? Na, wo hast du dich versteckt, du kleines Zahnrad-Bitch? Wieder eine Schlange. Würde ja meinen, das müsste jetzt irgendwo noch rumliegen. Also nicht nur müsste, es muss ja hier irgendwo rumliegen. Bloß wo, ist die Frage. Da gibt es eine kleine Kiste. Da kann man rein. Aber wie komme ich da rein? Da ist noch eine Kiste. Wie kommen wir denn da rein? Höh? Wie kommen wir denn da rein? Das ist eine gute Frage. Hier, vielleicht? Nee. Muss ja irgendwo einen Weg geben, um da reinzukommen. Ach, von da wahrscheinlich. Okay. Warte. Hier rauf und darüber. Weil darüber springen können wir nicht. Behaupte ich mal. Doch, da ist ein Seil. Depp, habe ich gar nicht gesehen. Nein, hätten wir vorab springen sollen. Scheiße, versuchen wir nochmal. Okay, okay, okay. Dann nochmal. Zack, so. Ein paar Sachen, die man noch einsammeln kann. Aber die Zahnräder liegen hier nicht drin. Das hätte ich jetzt gedacht. Warum finde ich die denn nicht? Die müssen doch hier irgendwo frei verfügbar rumliegen, denke ich mal. Hier vielleicht unten bei euch bei. Ja. Ah. Da oben, siehst du? Super. Gut, jetzt müssen wir zum. So, jetzt befreien wir noch den Außenposten da. Warte mal, wir können, aber wenn wir wollen, können wir Judge ja nochmal dazu holen. Wohl brauchen wir nicht, ich glaube, den können wir auch schnell machen. Ich kann auch versuchen, alleine zu machen. Okay. Versuchen von hier oben irgendwie. Dass wir auch die Gegner erstmal sehen. Hunde sind da nämlich auch.
Was natürlich sehr frustrierend ist. Hunde sind wirklich ätzend. Scheiße. Mist. Hab's natürlich sofort gesehen. Kriegen wir den da drüben? Nee. Nein, kriegen wir nicht einfach so. Kriegen wir echt nicht abge... So, die haben wir schon mal zerstört, ist schon mal gut. Lautlos sind wir leider nicht, aber dafür können wir es vielleicht trotzdem gut einnehmen. So, war nicht lautlos, dafür aber effektiv. So, das gab auf jeden Fall eine Portion Ethanol. Sehr gut. Wir noch ein paar Sachen einnehmen. Guck mal, hier ist zum Beispiel ein Safe. Gleich mal knacken das Ding. Das ist natürlich gut, da sind immer ganz gute Sachen drin. Zumindest die Sachen, die wir brauchen. Wenn wir das Metall einschmelzen, können wir einiges daraus machen. Da ist irgendwas drin. Guck mal hier. Nein, nein, runter. Willst du da hoch? Ohne diesen Zug kommst du wohl auch nicht von hier weg, was? So. Na, howdy. Gott sei Dank warst du während der Belagerung da. Hier war noch irgendwas? Ah. So, dann gehen wir nochmal kurz hier zum Plündern und sagen, wir wollen das Ganze plündern. Zack, dann kriegen wir nochmal, jetzt haben wir 830, damit können wir doch auf jeden Fall was anfangen. Reisen wir gleich mal zurück zu unseren, zu Prosperity. Und flicken vielleicht die Waffen mal ein bisschen hoch. Gucken, was wir da so erhöhen können, also verbessern können. So, jetzt ist es natürlich noch schwieriger da reinzukommen, müssen wir aber so gar nicht. Denn wir reisen jetzt hier hin. So, in der Nähe von Außenposten nicht verfügbar, dann müssen wir kurz hier weglaufen ein bisschen. Ja, die werden wir auch noch platt machen, die besten Kämpfer. So, guck mal, da ist ein.
Warte. So ein Bär. Kriegen wir den? Mal den Schwarzbären killen. Oh. Okay, das war natürlich dumm, den einzeln anzugreifen. Da ist meine Waffe noch zu schwach für. Oh. Oh, oh, oh. Lauf! Scheiße. So, um mal wegzukommen hier. Ich wollte komplett drauf gehen. Ich glaube, der Bär ist auch immer hinter mir her. Die hauen auch nicht ab, die Bären. So, können wir einfach hochklettern, das machen wir mal. Ich weiß nicht, ob der Bär noch hinter mir ist, aber... Oh, da kommt er hoch. Dieser verfickte Bär. Da kommst du nicht hoch, oder? Gut. Scheißegal, denn wir können jetzt reisen, oder? Noch nicht verfügbar in der Nähe von Außenposten. Ich bin nicht in der Nähe vom Außenposten. Eieiei. Puh. So, lauf mal weg. Auf dem Außenposten wegkommen. So, jetzt aber. Müssen wir noch zurückreisen können. Super. Zack. So. Dann können wir mal gucken, was wir aufbessern können. Würde mich mal interessieren. Gut. Also versuchen die Waffen aufzubessern. Das müsste auf jeden Fall klappen. Kostet 500, aber dann haben wir gleich echt schon bessere Waffen. Das müsste uns ja einen wesentlichen Vorteil geben. Ist natürlich die Frage, ob wir denn die Materialien haben zur Herstellung, ne? So. Sieh dir an, was diese Fixer mit unserem Zuhause gemacht haben. Gucken wir mal, was wir jetzt für Waffen hier haben. Die wir vielleicht auch herstellen können, ich weiß es nicht. Bringen sie nicht so viel? Hier fehlt uns irgendwas, was ist denn das denn? Irgend so ein Computerscheiß. Die Waffe können wir mal machen. Was ist das denn? Optimierte Vektor A25? Was ist das? Mit Schalldämpfer? Eine flässige MP mit Schalldämpfer. Sie wird der Stimmung einen ganz schönen Dämpfer verpassen. Was ist das? Sturmgewehr, leise. Das ist nicht das taktische Gewehr mit Zielfernrohr deines Vaters. Und falls doch, ist es nicht wiederzuerkennen. Es hat sich mit dem Rest der Welt verändert. Können wir nicht bauen. Schrotflinte. Natürlich einen fetten Bogen können wir machen. Vergleich zu unserem anderen Bogen ist er natürlich viel, viel besser. Das optimierte Flammenwerfer. Sägeblattwerfer Version. Natürlich noch geiler. Die Frage, was man sich leistet, ne? Die nehmen wir auf jeden Fall. Zack.
Dafür brauchen wir noch ein bisschen. Ich bin so leise, ich will sie MP mit Schalter, weil sie wird der Stimme eine ganz schön dämpfen. Lass uns die doch auch mal bauen, obwohl vergleichen wir die mal mit den anderen Waffen, die wir haben. Ich glaube, die bauen wir uns auch mal hier. So, und die packen wir dann hier hin. So, und der Bogen. Gucken wir den Bogen nochmal an. Dafür brauchen wir auf jeden Fall ordentlich Klebeband nochmal. Gucken wir mal, ob wir das mal irgendwo finden. Munition nachfüllen. So, jetzt haben wir alles. Richtig coole Waffe. Halte gedrückt und dann lass los, um weiter zu schießen. Elf neue Bronzen erworben, im Herausforderungsmenü öffnen. Wir können, ja, also ich würde sagen, das langt auch für heute. Wir können uns die Herausforderung nochmal kurz angucken, die es hier so gibt. Gibt es, okay, es sind ja nur vier neue Sachen, sind jetzt auch nicht gekommen. MP-Empfänger. Okay. Gut, mit den Waffen sollen wir auf jeden Fall Leute töten. Machen wir beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Obwohl, nee, wartet mal. Ihr könnt noch da bleiben bei mir. Denn lasst uns auch hier ein bisschen was anderes verbessern. Wenn wir schon mal hier sind. Wir können hier unser Trainingslager. Was kann man denn im Trainingslager machen? Du warst während der Belagerung echt tapfer. Hilf auf Abruf ist auf Rang 1. Oh, da können wir bessere machen. Machen wir. Vielleicht bessere Leute bekommen für unterwegs. Sehr gut. Gut, und dann können wir auch vielleicht bei den Autos auch noch was machen hier. Ne, dafür brauchen wir ein bisschen mehr. Wir haben nur 230. Müssen wir bei den Heilkräutern gucken. Die können wir doch auch bestimmt pushen hier. So. Perfekt. Gut, aber wir können auch mal gucken, was wir hier überhaupt machen können. Ich bin so stolz auf diesen Funkturm. Ah, okay. Das ist natürlich gut. Und jetzt? Ja, jetzt das war's denn für heute. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.